Hey Leute, ich bin's Will und heute zocke ich mal zusammen mit dem Dr. Banks eine Find-the-Button-Map. Moin! Hallöchen, meine Rabauken! Und wer sich jetzt wundert, warum man mich hier nicht sieht, warum ich nicht in der altbekannten F5-Perspektive angefangen habe, ich weiß nicht, warum ich unsichtbar bin. Im Inventar sehe ich mich auf jeden Fall, aber im F5-Modus nicht. Aber gut, Freunde, es ist jetzt eine besondere Find-the-Button-Map, keine normale, so wo man ganz in der Ecke versteckt den Button finden muss, vielleicht auch schon. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt große Räume, wirklich ziemlich, ziemlich große Räume. Dazu brauchen wir auch diese Anzüge hier, und zwar Take Me und goldenen Apfel, und den nehmen wir einfach mal ich raus. Ich nehme drei. Und ja, ich habe mir auch ein paar Sachen genommen, aber ich glaube, die sollten auf jeden Fall erstmal reichen. Und dann gehen wir gleich mal auf Start und dann werdet ihr auch gleich sehen, wie das aufgebaut ist. Also wirklich ziemlich cool. Und Ben, bist du ready? Bist du ready Let's für go. Den Start? Wir sind jetzt bei Stage 1 angekommen, Kitchen. Wir sind jetzt in der Küche und so sieht es nämlich aus. Also das ist so die erste Find-a-Button-Map im Real Life sozusagen. Und alte Leute, schaut euch das an. Das ist wirklich geil gemacht. Hier sieht man Bens Wohnung mit seiner neuen Waschmaschine und so weiter. Bens, ist ich hab nice, noch keine oder? Waschmaschine. Noch nicht, schade. Und wir machen so eine kleine Challenge. Wir sind jetzt extra hier zu zweit. Wer als erstes den Knopf findet, find the button, heißt die Map nicht umsonst. Deswegen machen wir uns einfach... Nein, ja, nein, du läufst Joke. Hier rum. Ich glaube, hier unten ist die nicht. Das, oder vielleicht ist für den Anfang ein bisschen zu schwer für da oben. Keine Ahnung, für mehr Etagen, aber wir schauen einfach mal. Wir sind hier zu zweit. Ich denke mal, das sollte gehen. Und bevor du den findest, warte einfach mal, ne? Aber ich denke mal, wir sollten das hier gewinnen. Die Map ist mega groß, Phil. Das ist echt mega groß, aber das ist auch der Sinn der Sache. Es gibt insgesamt 4 Stages. Das heißt, mal schauen, ob ich jetzt mal 2 Knöpfe direkt finden kann. Dann steht schon mal unentschieden. Und Alter, da kannst du weiter hochgehen. What the fuck? Kann ich hier irgendwo hoch? Da ist keine Leiter, also ich bin, glaube ich, glaub ich, im Kühlschrank. Warte, ich weiß es gar nicht. Waschmaschine auf jeden Fall nicht. Hast du hier oben alles durchgecheckt? Also es gibt einen Button, oder wie? Es gibt einen Button, ja, bei jeder Stage. Ich gucke halt auch nur auf den Boden. Der kann aber eigentlich ja überall sein. Ja, ach nee, der kann ja auch an der Wand sein. Ich check hier extra nochmal alles ab, weil ich glaube, du suchst nicht so gescheit. Nee, kommt man halt nicht weiter, glaube ich, oder? Alter, scheiße. Aber einen Button werden wir hier in 100 Jahren nicht finden. Nee, ich glaube auch nicht. Aber hier, ist hier der Hebel? Warte, Moment, hier ist was drin. Oh, hier geht's hoch. Hier ist der Hebel locker. Hier geht's hoch. Hebel vor allem, du brauchst einen Button. Ja, der Knopf, ja, meine ich. Ja, jetzt hast du schon zu oft gesagt. Oder warst du hier schon? Hier ist eine Kiste. Alter, ich habe Sachen gefunden. Alte Superboots, Federfall 4, Wasserläufer 3. Eine Wasserflasche, geheimes Buch, okay. Lucky Ingot mit Glück 3 und My Head. Und ja, das war's. Hier ist noch ein Schalter. Mal schauen, was der auslöst. Okay, gar nichts. Hey, wo soll denn der sein, Alter? Ich komme mal zu dir hoch, mein Freund. Oh, Phil. Was? Haha, ich hab ihn. Niemals. Da. Warst du hier nicht schon drin? Stage 2. Ja, das war vorher nicht offen, glaube ich. Oder ich bin dran. Nee, da bin ich safe nicht dran vorbeigelaufen. Oder das war die Waschmaschine. Wir sind jetzt bei Stage 2, Freunde. Oh mein Gott, schaut euch das an. Die Toilette. Ich glaube, der gefällt mir schon wesentlich mehr. Vielleicht ist es ja sogar ein bisschen schwieriger, sogar ein bisschen leichter, nicht schwieriger. Das wäre auf jeden Fall echt nice. Wir mal leichter. Wir haben echt viel rausgeschnitten, Freunde. Das könnt ihr uns schon glauben. Also, wir haben da schon die ein oder anderen Minuten dafür gebraucht. Sollt ihr mir straight hinterher? Nein, das war jetzt nicht gewollt. Sorry, mein Freund. Die Toilette hier. Nee, das ist nicht so leicht. Ganz ehrlich, das kann zwar in der vielleicht Toilette simpel ist sein. Safe, der Button. Safe, 10 Euro, okay. Oh, ich habe so einen Hebel gefunden, der wieder irgendwas aktiviert bestimmt. Was? Echt? Da musst du nachschauen. Vielleicht was irgendwas im ich Wasser hab's oder aktiviert. So. Aber okay, lass es mal aktiviert auf jeden Fall. Vielleicht da irgendwo versteckt. Da müssen wir noch hochkommen. Das, ja, vielleicht auch nicht. Ich schaue erstmal hier hinter. Oh, hier kann man hoch. Okay, da gehe ich mal die Treppe hoch. Der muss hier sein. Ich glaube, Alter, was ist das denn hier? Okay, Ben. Ja, da hoch kann man so. Nee, vielleicht gibt es da ja echt noch eine Leiter. Ich gehe mal hier runter. Da muss man auch wieder rauskommen. Und hier geht es auch runter. Hier ist ein Schwamm. Nice, ich weiß, das ist die Dusche hier. Und ja, hier ist wieder mal nix. Oh, ich glaube, ich habe. Das sieht mir ein bisschen geheimgangmäßig aus hier. Okay. Ich muss noch ganz kurz... Ich habe ihn. Nice. Was? Alter. Wir sind bei Stage 3 angekommen. Game Room ist die Stage jetzt hier. Und Leute, das ist auch cool gebaut. Ist auf jeden Fall nice. Und ich glaube, das hier wird doch noch mal ein bisschen schwieriger, den Hebel zu... nicht den Hebel. Alter, ich sag jetzt die ganze Zeit wegen der Hebel. Den Knopf zu finden. Und... Oh, ja, erst müssen wir ja wohl den Hebel finden, um dann den Knopf finden zu können. Ja, oder vielleicht ist es direkt nur ein Knopf, aber ich glaube mal nicht. Was ist da vorne? Das ist der PC, Alter, der ist auch geil gemacht. Und wo ist denn der Computer? Ist es, nee, das ist ein Fernseher, glaube ich, oder?
Da vorne, das, jo, das ist voll das Jump'n'Run hier, das muss was sein. Nice. Da ist der Computer, glaube ich. Das sieht man nicht so ganz. Ich glaube, da gehen wir gleich mal hoch. Das ist übrigens, Alter, sogar die Tastatur und die Maus. Die ist, da muss man auch mal drauf kommen mit den Druckplatten. Der Computer sieht auch nicht schlecht aus. An und aus, den kann man leider nicht anschalten. Und hier vielleicht, doch, hier muss es sein. Oder da vorne, da kann man halt überall nicht hoch. Zum Glück, Alter, das wäre viel zu heftig, wenn man da alles durchsuchen müsste. Vielleicht doch, vielleicht kann man das sogar hoch. Aber ich schätze einfach mal nicht. Ich springe mal auf den Fernseher. So, vielleicht hier. Hallo, ist da was? Das sieht hier sehr verdächtig aus. Okay. Schalter! Ihr war nice. Sag doch, dass hier was? Ganz oben was ist. Das, bei dem langen Jump'n'Run oder was? Wo genau drauf? Yeah. Bei dem ich PC? Ich bin nämlich über dem PC. Okay, über dem was? Monitor. Oh mein Gott, okay. Ben findet immer die Schalter, ich die Knöpfe. Die Knöpfe, die sind halt auch wirklich am wichtigsten. Warte, ist da was? Ja, ohne nee, meinen Schalter nicht. Findest du den Knopf. Ja, aber mein Freund, 1:1 steht es jetzt vielleicht. Steht es jetzt gleich 2:1, weil ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt gegenüber, dass hier. Ja, der ist halt safe ist. Gegenüber. Ja, kann sein. Warte, hier oben, da ist noch was. Nice, komm, lass den bitte hier irgendwo sein. Ich würde so feiern. Wie ja. Bist du da hochgekommen gegenüber? Ja, tja, Ben, das würdest du mir gerne so, ja, wissen. Ja. Okay, da. Ah, nee, da kann es nicht sein. Ben, ich bin den Erster, mein Freund. Nein, niemals. Hier ist ein Feuerwehrauto. Niemals. Was? Nee, hier ist er. Oder warte mal. Hey, nee, komm mal noch Ben. Weiter runter. Wo bist du jetzt? Als ob. Bei Blümchen. Nein. Aber hier ist nichts. Da ist nichts. Okay, ich schaue selber noch mal nach. Ich glaube, da ist er. Ich glaube echt, da ist er. Ja, es gibt hier nichts anderes mehr. Er muss hier sein. Nee, ja, vielleicht noch. Niemals. Als ob. Ich hab ihn. Nee, komm. Das passiert aber nichts, Mann. Wenn ich drauf drücke. Was? Alter, ganz ehrlich, ich hätte hier nur noch runterspringen müssen. So, dann hier noch runter, dann hier noch runter. Dann hätte ich ihn auch gehabt. Wo ist er, Ben? Wo ist er, mein Freund? Hier, da hinten. Na, schade. Okay, da, Alter, wie versteckt auch. Und die Leitung, die geht wahrscheinlich hier irgendwo lang bis ganz nach hinten zu dem Schalter. Aber deswegen 2:1. Oh, sorry, es tut mir leid. Klar, ich bin nicht gestorben mit meinen super Boots. Kein Problem, Alter, Ben. Du hast halt echt, ich habe nur so billige Boots. Stimmt, es steht ja 2:1. Doch, jetzt kann ich doch noch aufholen. Also unentschieden kann ich noch rausholen auf der Stage 4. Wir sind im Schlafzimmer angekommen auf der letzten Stage, und zwar 4. Und wenn diesmal werde ich beides finden, da bin ich mir ich find sicher. Ich finde halt wieder den Hebel. Nein. Also eigentlich ist, also man muss halt immer wo man irgendwo hochklettern muss und springen muss, da ist dann meistens irgendwie was. Ja, irgendwie schon. Tape ist ja hier drin, pass auf. Niemals, komm. Doch, doch. Ja. Das ist so ein krasser Geheimgang hier, der muss hier drin sein. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin, ja, ich bin hier, siehst du mich? Bett. Ich hab ihn! Nicht schon wieder, nicht schon ja, wieder. Ja, es gibt eigentlich auch einen Punkt, ne? Guck mal nach unten. Wo bist du? Ich bin du? Hier oh, auf dem Bilderrahmen. Auf also nicht auf dem Bilderrahmen, sondern... Doch, ach, ich bin runtergefahren! Was zum... Was? Da ganz oben kann man rauf? Ernsthaft? Ja, ich sehe den Schalter da oben, ganz links in der Ecke, ne? Was? Du Cheater, Alter. Ja, ich bin gespawnt irgendwo. Ja, komisch. Ich muss jetzt noch einen Unentschieden raushauen. Kann man hier irgendwo runter? What the fuck? Wir machen mit PvP. Nee, kannst du vergessen. Tschüss, geh hier mal runter. Hallo. Und gerettet! Überlebt, easy. Das wär's noch. Kann man hier runter vielleicht? Oh, nice. Hey, unter dem Bett. Yo. Unter dem Bett. Okay, alles klar. Hier erstmal was absuchen. Na, da ist auch nichts drin. Gib dir keine Tipps, du bist mein Feind. Keine Tipps, du warst schon ganz hinten. Safe. Und darf man sich gegenseitig behindern? Nee, das darf man nicht. Da ist was. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich drück den Knopf. Du hast ihn noch nicht gedrückt. Ja, klar, hab ich den gedrückt. Ja, aber der da will ich aber den Videobeweis sehen für. Ja, natürlich. Aber jetzt habe ich ihn gedrückt. Als ob der hier in der Ecke ist. Ich habe ihn gedrückt. Nice. Jetzt ja, du hast vielleicht noch nicht gedrückt. Nice, 2:2. Nettes Unentschieden. Ich ja, habe zwei ich hab Secrets gewonnen, gefunden. Weil, die Secrets sind halt echt, sag ich mal, die zählen halt mehr. Deswegen, ja, ihr seht schon, eine halbe Dio-Rüstung. 2 von 4 Secrets gefunden. Aber das soll es jetzt erstmal so zu diesem Video gewesen sein. Falls euch diese Map bzw. dieses Video euch gefallen hat, würdet ihr uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Schaut auch noch bei Dr. Banks vorbei, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr auch noch keine... Dankeschön. Falls ihr auch noch kein Abonnent seid, abonniert einfach mal diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Tschüssi.